Leute, herzlich willkommen bei Open RA. Kennt wahrscheinlich kein Schwein von euch, oder? Open RA? Kennt keiner. Steht eigentlich für Open Red Alert. Steht eigentlich für Command & Conquer Awesomeness im Jahre 2014-15 und davor, ja. Willkommen zurück im Jahr 1993. Wir spielen ein bisschen Open RA. Es ist so toll. Es lässt euch alle alten Westboot-Spiele spielen. So genial. Wenn ihr euch das downloadet auf der offiziellen Webseite, ich glaube, ich habe schon mal gefeatured auf meinem Kanal, ich bin mir nicht mehr sicher, bekommt ihr Dune 2000, Command & Conquer, der Tiberium-Konflikt, also Command & Conquer 1, und Command & Conquer Alarmstufe Rot 1, ja? Und seit neuestem, seit dem letzten Update sogar mit Originalmusik, wie ihr hört. Ist denn das nicht awesome? Guckt euch das an. Act on Instinct, alles dabei. Wo ist mein Lieblingslied? Just Do It Up, das ist super awesome. Wenn das nicht awesome ist, dann weiß ich es auch nicht. Auf jeden Fall starten wir ein Skirmish-Spiel. Jetzt brauche ich noch eine gute Map. Da habe ich zu wenig Tiberium. Irgendeine gute Map. Ja, die sieht doch ganz lustig aus. Ich glaube, die hatte ich das letzte Mal, aber ich bin mir nicht sicher. Wir spielen auf jeden Fall mit immer die Bruderschaft von Nod. Schade, dass ich die Originalfarbe nicht mehr herstellen kann, wie es damals war im Klassiker von Westwood 93. Da waren nämlich die Gebäude von der Bruderschaft Nod waren nämlich so gräulich und andersrum. Oder? Gebäude waren rot, Einheiten waren grau. Ich glaube, so war das. Wo starte ich denn? Ich starte links. So, erstmal Kraftwerk. Das ist nicht das. Ist das abgeänderte extra Musik? Kann das sein? Normalerweise kommt immer. Da, 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 just do it up. So kenn's ich zumindest. 1000 Credits. Sieht doch nicht schön aus. Und so viel besser als jedes moderne Spiel, ich sag's euch. Macht so viel Fun. Natürlich alles spielbar über Internet, IP, was ihr auch immer benutzen wollt. Es wird alles supported, das ist so genial. So eine gute alte Manier. Manier natürlich die Karte hier. Bisschen scouten. Komm mal her, mein Buggy-Freund. Komm mal her. Du willst doch auch zum Feind, lieber. Oh, da sind sie. Chidi Eiler. Oh. Wir fassen zusammen Chidi Eiler böse. Hallo? Ach, oben reicht's nicht ganz. Wegen dem blinden Stein da. Okay, wir brauchen. Flugfeld, definitiv. Wir brauchen Einheiten. Minigunner, auch der Standardsoldat genannt. Allein schon wegen dieser geilen Musik, ja. Lohnt sich der Download, das ist komplett kostenlos. Spielt Strategiespiele wie im Jahre 1993. Vergesst alle modernen Spiele. Das ist so RTS, mehr RTS geht nicht. Oh, nochmal 1000 Credits.
Natürlich wurden ein paar Verbesserungen vorgenommen am UI und am Interface, wie ihr seht. UI und Interface ist dasselbe. UI und Gameplay wollte ich eigentlich sagen, ne? Nicht UI und Interface, weil UI und Interface ist genau dasselbe. Zacki, doof, sitz. So. Die Weglinien sind zum Beispiel aus Tiberian Sun. Es gibt eine extra Anzeige, wie viel Geld ihr lagern könnt, beziehungsweise wie viel im Silo drin ist. Zur Anzeigeverbesserung halt. Es gibt Pixel-Doubling. Was wir brauchen wäre denn, wenn ich Pixel-Doubling rausmache, sieht das Ganze nämlich so aus. Hier, Pixel-Doubling. Plopp! Ist alles ein bisschen klein, ne? Aber ihr seht zumindest das ganze Schlachtfeld. Ist ja auch nicht verkehrt. Aber zum Zeigen ist das alles ein bisschen doof, ne? Deswegen mache ich es wieder an. Spielt sich auch ein bisschen besser. Pixel-Doubling gibt es extra zum einen Ausschalten für den Mauszeiger. Oh, da kommt mein Harvester. Ja. Not ist ziemlich fortschrittlich. Die machen das alles per Airdrop. Die blöden Steine da, die nerven. Setz das mal hier. Wir brauchen definitiv ein Radar. Wir brauchen Bazooka-Infanterie. Vielleicht mal 3-4 Buggies oder so. Defense wäre vielleicht auch nicht ganz so verkehrt. So, ich weiß, wo der Feind ist, nämlich hier. Aber ich bin auch nicht so scharf drauf, darüber zu laufen, wenn ich ehrlich bin. Reinforcements have arrived. Die Silos wären vielleicht noch ganz nett. Jetzt geben wir das Geld aus. Radar ist fertig. Was auch noch ist, sind Spezialfähigkeiten hier oben links, wie Air-Bombardement, Ionenkanone, Nuke, etc. 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 Das wurde dann so von den neueren übernommen. Zumindest ein paar Fähigkeiten. Klatsche ich jetzt das Silo hin, klatsche ich hier. Das waren schon 4 Buggies. Nice. Was auch neu ist, ist Gebiet angreifen. Das gab es damals auch noch nicht. Da musste man jede Einheit einzeln anklicken. Ey, da steht er hin. Oh, mehr Einheiten bekommen. Gratis zum Ultrareef. Cool. Woohoo. Komm her, GDI. Namen von Kane. Ich war schon immer einer, der gern Bruderschaft von Notch spielt, ja. Sind für mich die Guten im Konko-Universum. GTI ist einfach so. Möchte gern nicht. Wow, ich stelle gerade fest, die KI hat überhaupt keine Defense. Und zumindest mal 2 Harvester. Das war's mit deinem Bauhof. So, wie man sehen kann, Einheiten steigen auch im Rang auf. Alles ganz nett. Es ist wie früher, nur heute und besser. Construction complete. Kann ich hier wieder nicht bauen, weil Dreck im Weg ist. Nein, wir brauchen keine Silos. Nein, bauen wir ein paar Panzer dafür und noch ein bisschen Infanterie. Ja. Will ich Silos bauen, oder wer bin ich denn? Und da haben wir gewonnen. War das nicht schnell? So, ich zeige euch mal das andere. Tiberian-Konflikt. Alarmstufe Rot. Und Dune 2000. Dune 2000 bin ich zwar jetzt nicht so der Fan davon, aber Alarmstufe Rot ist ziemlich nice. Besonders wenn man es jahrelang nicht mehr gespielt hat. Man muss zwar immer wieder in... Ne, nicht in die Settings. Und Extras, Musik, unter die Musik einfach mal so auf Play drücken, damit man Musik hat, aber das ist ein kleiner Preis, den man zahlen muss, ne? So, auch hier, haufenweise Maps, haufenweise Zeug, alles was Spaß macht. 12er Karte. Ich hab's noch nie online gespielt, weil von meinem Kumpel spielt's keiner, weil... I don't know. Sind damit nicht aufgewachsen, sind einfach nicht so cool. Ich weiß auch nicht warum. Was auch ganz schön ist, man kann Farben selber zusammenschustern hier. Das haben auch die wenigsten Spiele. Machen wir normale KI. Ich glaube, die KI in Alarmstufe Rot geht einiges besser ab, was in Schwierigkeit angeht. Man sieht im Hintergrund auch hier neue Einheiten wurden eingefügt mit Flammenwerfer und Tiberium-Toxin-Einheiten für Not und weiß der Gabe, es gibt auf jeden Fall neue Einheiten.
Was nicht geht, ist Doppelklick aufs MBF. Da muss man F drücken auf die Tastatur. Immer schön rechts ein neues Hut, ne? Und ich finde immer, dass diese Seite aussieht wie ein Gesicht von dem Kerl oder so. Stirn, Nase, Lippen, Kinn, weiß nicht. Ist mir damals auch schon immer so dermaßen ins Gesicht gestorben. So, hier ist das Interface komplett anders. Geld ist hier unten, Spielzeit hier und Strom steht hier. Und die einzelnen Reiter sind hier an der Seite. So, Ziel Nummer 1, eine Raffinerie bauen. Ziel Nummer 2, Einheiten bauen. Grenadiere. Ich glaube, es wurden ein paar Einheiten gemixt von den Fraktionen. Ich glaube, dass die Alliierten sonst nur Grenadiere hatten und Russland nicht. Ich bin mir nicht sicher. Gar nicht. Ah, da oben ist das Erz. Es. Ich habe früher mal gedacht, das sieht aus wie Kellogg's Max. Ich weiß auch nicht mehr. So, deckt mal die Karte auf, Jungs. Wir brauchen Rohstoffe für Mittagessen in Russland. Ja, das nächste vielleicht ein Radar. Ihr seht schon, es spielt sich relativ schnell, das Spiel, ne? Also, so wie es früher auch war. Eure Einheiten haben zwar Lebensbalken, aber ihr solltet vielleicht nicht so stark drauf vertrauen, denn es ist meistens so, wenn du, es ist meistens realitätsnah, also wenn ich mit Infanterie in ein MG-Nest reinlaufe, sind die so schnell weg, dass du kommst mit dem Schaum gar nicht nach, ja? So. Mein Erzsammler kippt das hier einfach so aus. Ist immer gut, wenn man das Erz einfach so auf den Boden schmeißt, ne? Ich meine, why not? So, wir wollen etwas sehen. Oh, liegt die Kiste. Ich bin da. Ach, die Map ist noch so lange nicht so. Da waren wir in Einheiten drin, in so einer kleinen Kiste. In so einer kleinen Kiste. Strom wäre wieder ganz nett. So, gehen wir uns doch mal auf die Suche des Feindes. Wo könnt ihr denn sein? Ah, Tesla-Spule, wie ich dich vermisst habe. Coolstes Defense-Gebäude in jedem Strategiespiel ist eine Tesla-Spule, ja. Ganz ehrlich, das hat meine Kindheit geprägt, Tesla-Spule. Ich weiß noch, die wollte ich damals mit Lego nachbauen. Ich hatte aber nicht so viele Teile, da war ich dann ein bisschen demotiviert. Aber ich habe es probiert, ja. Definitiv habe ich es probiert, das war awesome. Ah, die Musik von damals. Frank Klepecki. Klepecki heißt der so? Ich glaube schon. Einfach awesome. What the? Der kommt beim Angriffshubschrauber, ich glaube, sagt. Sniper sind neu. Shock Trooper, glaube ich, sind auch neu. Bin mir aber nicht sicher. Ich glaube, die sind mehr so von Dampfstufe oder 2. Ne, da waren es Tesla-Trooper. Was eigentlich genau dasselbe ist, ach, keine Ahnung. Hijacker, glaube ich, ist auch neu. Construction complete, Genosse. Versteck mal diese Sam-Side, diese Flak einfach mal hinter den Bäumen. Das sieht der eh. Jetzt bräuchte aber doch mal Geld. Ganz, ganz dringend. Einmal zum Reparieren, einmal für diesen zweiten Harvester. Ich denke, dass der Feind da rechts von mir ist. Der müsste hier irgendwo sein. Natürlich alles anwählbar per Hotkeys mit ERT und ist der Geier. Was ist das? Y. V2-Raketen. Demo-Truck, glaube ich, kam man mit und dazu damals. Metrack, oh mein Gott. Nein, bitte nicht schießen, nein! Tesla Tank. Mammut Tank! Kostet 2000. Ich sollte vielleicht zu Hause bleiben und die Basis sichern. Ihr seht schon, in der Alarmstufe Rot 2 ist die KI ein bisschen, wie soll ich sagen, aggressiver. Ich brauche eine zweite Raffinerie, definitiv. Es geht nichts über Command & Conquer und eine Tasse Earl Grey und ein paar Kekse dazu.
Es ist so casual im Moment. Mehr casual geht gar nicht hier. Tja, jetzt mach mal hin, da. Tech Center Airfield. Weil das Rachen Rohstoff. Wundert euch bitte nicht, ich habe den seltsamsten Basenaufbau, den ihr jemals gesehen habt. Ich weiß, ich weiß. Aber was soll man tun? Ich brauche auf jeden Fall mal ein paar Einheiten. Supply Truck. Den kann man zwischen Basen hin und her schicken, bei Verbündeten. Die generieren dann Geld, glaube ich. Mobile Flak sollte ich vielleicht mal zwei mitschicken. Und zwei Raketen sind immer gut, ja. Tja, dann macht ihr das da oben, das ist schon mal, ja. Ja, denkst du, ich bin doof oder was? Ja, friss. Gibt auch so viele neue Animationen, wie ihr gesehen habt, dass die Einheiten abstürzen, Frackteile liegen rum. Ich glaube, im Moment wird sogar daran gearbeitet, die Voxelfähigkeiten dieser Engine zu verbessern bzw. zu implementieren. Wir werden in Zukunft Tiberian Sun sehen und Alarmstufe Rot 2 mit Yuris Rache. Das ist super awesome. Da freue ich mich schon richtig drauf. Ich freue mich wie ein neues Schnitzel. Ich kann das gar nicht oft genug sagen. Einheit, go. Mach mal einen Saal von oben. In Command & Conquer war es ja so, dass man nicht wie in StarCraft aus mehreren Fabriken gleichzeitig produzieren konnte, dass ich sage, ich baue zwei Baracken und ich Pumpiereinheiten raus und aus der zweiten, sondern ich beschleunige die Bauzeit in einer Baracke. Wenn ich jetzt zwei baue, kann ich sagen, das ist die Primärbaracke und aus dieser Baracke kommen die Einheiten raus in einer erhöhten Geschwindigkeit. So funktioniert das System von Command & Conquer. Gab das die mobile Flak? Die gab es damals auch nicht. Aber ich kann mich jetzt täuschen. Ich brauche irgendwas mit mehr Bums im Moment. Ich brauche irgendwas Panzerartiges, aber die kosten 1100. Rating Orders. Gab's da nicht mal Hunde früher? Ach, da muss ich die Hunde bewahren. Ja, trainiert Attack-Hunde. Attack-Hunde. Attack-Dogs. Angriffshunde. Kampfhunde. Wuff, wuff, wuff. Ihr wisst, was ich meine. So, rote Armee steht bereit. Was habe ich jetzt gebaut? Nix, das ist das Problem. Ich habe nichts gebaut. Ach, die V2 ist fertig. Nice. Nachdem Infanterie so dermaßen squishy ist, und mit squishy meine ich, geht halt ziemlich schnell kaputt, könnte ich den Angriff, was ich jetzt fahre, ziemlich stark gegen die Wand fahren. Scout mal mit der Flak hier. Was? Es muss doch hier irgendwas sein, das gibt's doch nicht. Die Musik ist so gut. Die ist so gut. Aha. Was? Ach, da war wieder so ein Flugdingens. Der meint wirklich, ich mach Spaß oder was? Ach, ich brauche noch ein Service-Depot für die Tanks. Warum sagt mir das keiner? War das früher auch so, dass ich ein Service-Depot dafür brauche? So, meine alliierten Freunde. Friss! V2-Raketen. Jawoll! Der totale Krieg! Ich fände das Spiel so gut. Guck mal, das war alles doch awesome, oder? Der Taufen ist Infanterie, der Hund. Was kommt davor, wenn man sein ganzes Geld in Hubschrauber investiert, ne? Dann hat man nichts mehr übrig. Wir brauchen Panzer. Einheiten. Die fänden wir auch ganz nett, aber. Schau mal ins Meistens ist es halt so, der die größte Einheit hat und der gegen die. Am schnellsten gegen die Armee des anderen wirft, hat er meistens gewonnen, ja, aber das ist ja irgendwie der Spaß an Command & Conquer. Und es fühlt sich einfach gut an.
Das Schöne ist, diese Sowjet-Tanks haben auch zwei Kanonenrohre vorne. Jetzt muss ich den Sammelpunkt umlegen, sonst kriege ich ein Problem. Wenigstens muss ich hier nicht aufpassen, muss ich hinlaufen. Da ist eine Baracke. Ah, die V2. Ich will das unbedingt mal im Multiplayer zocken. Und da habe ich gewonnen. Yes! Bin so gut. Die Matches sind so wunderbar schnell. Der Splashkin da hinten auch wundervoll. 29. Oktober 2014 war der letzte Release. Das ist eine Alliiertenbasis, ja. MG-Bunker, Schattengenerator. Oh yeah. Da sind die Hunde! Da, rechts unten! Puff! Tesla-Panzer. Ach, das wirft mich einmal zurück ins Jahr 93. Ich sag's euch. Mods, wir haben noch was. Wir haben noch eine Dune 2000. Ja. Man wird immer gefragt, ob man den Soundtrack downloaden möchte. Der ist in einem besonderen Format. USTC, EDU, CN. Keine Ahnung, was das sein soll. Auf jeden Fall, natürlich will ich den Soundtrack. Weil ich weiß noch, der Dune 2000 Soundtrack war legendär. Der war einfach super. Hau durch! Ne, nicht Settings. Nein, auch nicht Mods. Klickt hier nur nicht auf Quit, weil dann verlasst ihr das Spiel. Nur mal so nebenbei. Extras. Musik. Install Music. Was? Der ist unavailable. Pff. Gut, dann müssen wir das ohne Soundtrack machen. House of Conan gegen Ordos. Ich hab keine Ahnung. Nee, das hast du aufbauen, danke. Ach, das ist ja auch noch seit dem letzten Release. Man kann endlich diese komischen Bodenplatten bauen, um die Standfestigkeit der Gebäude zu erhöhen. Das ging in den früheren Releases noch nicht. Ach, das hat sich geändert. So, jetzt brauchen wir ein bisschen mehr Steine. Einfach um die Raffinerie hier drauf zu kloppen. Ja, ein bisschen langweilig, wenn die Musik nicht geht, aber das ist Dune 2000, wie ihn das interessiert. Weil ich finde zwar Dune ganz toll, aber Dune 2000 war nicht so meins irgendwie. Ich bin da lieber für Alarmstufe Rot und Tiberium Konflikt. Aber liebe Leute, das soll es mal gewesen sein für diesen kurzen Einblick, für mein kurzes Casual-Gespieler mit OpenAR. Dass mein Kanal nicht ganz verfällt, ne? Mal so ein bisschen Gameplay posten. Das sind so die Sachen, die ich im Moment spiele, ja? Wenn ich keine Videos aufnehme. Entweder spiele ich Dota 2, Diablo 3 oder OpenAR bis zur Vergasung. Ist im Moment so. Aber ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Ich bin euer Zerkon. Vergesst nicht zu abonnieren, zu kommentieren. Hat es euch gefallen, hat es euch nicht gefallen, wollt ihr mehr sehen, sagt es mir in den Kommentaren. Bleibt auf jeden Fall wundervoll, bleibt mir sexy und ich sage natürlich wie immer stay tuned. Yeah, and so long.